Nur mal so. Die ist es gar nicht wert, dass ich über sie rede. So, da fehlen nicht mehr viele. Ja, ich glaube, jetzt kommt das, wovor ich so Bammel habe, ehrlich gesagt. Würdest du bitte... Okay. Rette den Bürgermeister. Gut. Ja. Wer auch immer auf diese glorreiche Idee kam, das hier einzubauen, war ein Riesenarschloch. Ja, diese Mission, ich hasse sie. Ich hasse diese Mission. Ohne Scheiß. Richtig derbe. Weil aus irgendeinem Grund ist jetzt auf einmal hier alles voll mit dem Zeug. Und wir können halt hier obendrauf nirgendwo lang. Es gibt einen Glitch, wie man das ändern kann, sag ich mal. Aber der ist ziemlich tricky. Ich weiß gar nicht, wo man rein muss, wirklich. War das hier? Ich glaube, das war hier. Vor allem, ich habe hier Angst, den falschen Knopf zu drücken. Bin ich ganz ehrlich, ich habe hier am meisten Angst, den falschen Knopf zu drücken. Einfach, dass ich A und B verwechsle an der richtigen Position und bumm, tot. Bumm ist der Shadow tot. Weil aus irgendwer fand es eine gute Idee, dass wenn man an Wänden ist oder so, dass dann die Steuerung verändert werden. Das fand irgendwer bei Nintendo eine super Idee. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Riesenarsch war, aber der fand es eine super Idee. Ich bin schneller als du, du hässliches Ding. Ich glaube, ich habe hier voll den falschen Weg genommen. Ich habe hier den falschen Weg genommen, glaube ich. Oh mein Gott, man springt von einer... Hilfe! Man springt von einer Leiter, von einer Schaukel ab wie von einem Trampolin. Eins dieser Tatsachen, die ich als Sunshine nie wirklich verstanden und nachvollziehen konnte. So. Okay. B. Okay. Jetzt zum Arsch. Ah, wer? Okay. Moment, war das jetzt nur für ein Leben? Jetzt sag nicht, das war hier nur für ein Leben. Ich fall vom Glauben, aber... Kamera, bitte! Du... Oh... Ja, super. Was soll ich jetzt machen? Spiel, was soll ich jetzt machen? Gut, okay, gut. Du willst so, dann willst du so. Ich wehe. Okay. Ich konnte nichts sehen. B. Kamera, bitte. Kooperier doch nur einmal. Okay? So. Oh, boah, Alter. Ist gut jetzt. So. Jetzt A runterfallen lassen. Du Assi, geh da weg. Jetzt A. What the fuck? Was ich am meisten an dieser Mission halt hasse, ist, wenn du einmal in diesen Feuerschleim reinkommst. Du bounce durch die Gegend wie ein Berserker. Du hast dich nicht mehr unter Kontrolle. Aber ich glaube, ich habe es jetzt gerade beim ersten Versuch geschafft. Und dann hätte er beinahe einen Walljump gemacht. So. Okay, jetzt muss ich da nur irgendwie hochkommen. Weil irgendwie... Ist auch ziemlich merkwürdig, hier hochzukommen. So. Mama, ich hab ein Gesicht. Guck mich an. Zieh ab, du Kackvogel. Ich überleg grad. Fuck it. Ich mach's einfach. Ich beende es einfach. Fuck you. Ist mir scheißegal. Boom. Blob. So, das haben wir hinter uns.
Palme, Drehsprung? Okay, mag sein, dass das geht. Ich kenne die Mission. Ich hasse die einfach nur. Wirklich, ich hasse diese Mission. Die da eben. Und, aber das Problem ist, es kommt noch eine, die genauso, mindestens genauso scheiße ist. Und die Ketten und Katastrophe, die ist genauso schlimm. Weil irgendwie, ja. Jetzt dürfen wir uns nämlich die Hit-Detection von diesem wunderbaren Kackhund und dem Greifen zunutze machen. Weil es ja so schön funktioniert, wenn man Sachen greifen will, leider. Ja, leider, das funktioniert wirklich nicht so toll. Ach nee, warte, ich muss es greifen. Glaube ich. Ja, ich mach das jetzt so, ich greif's, nimm mir so ein Wasserfass, geh dem Penner-Vieh jetzt hinterher und hoff dann, dass das am Ende einfach funktioniert. Weil sonst ist das eine sehr nervenaufreibende Mission. So, ich glaube, ich warte einfach, bis er am Dings vorbeigeht, in der Hoffnung, dass er tut es sogar. Wow. Dieses Ding ist blöder, als es aussieht. Da, das meine ich. Nein! Habt ihr es gesehen? Er wollte das die ganze Zeit nicht greifen. So, bitte. Geh da jetzt rein. Beende es einfach. Ba-boom. Okay. Die ist halb leer. So. Okay. So, Mission erfüllt. Ja, das hat irgendwie aus einem Grund ziemlich sympathisch funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt hier noch eine Mission, von der ich weiß. Und ja, die Werfer. Jetzt kommen die ernsthaft. Ich will nicht. Das ist die schlimmste Mission im Spiel. Ich hasse Nintendo noch heute dafür, dass sie diese Mission überhaupt entwickelt haben. Ohne Scheiß. Das ist ganz großer Hass. So, ich nehme mir mal eine übergroße Traube mit, geben die Yoshi und hoffen, dass es funktioniert. Whee! Whee! Jetzt geht's los. Friss. So. Nö, das wird jetzt mein Sandvogel. Ich sehe es kommen, dass das mein Sandvogel wird. Fuck you. Nein! Deswegen hasse ich diese Mission allein schon. Allein schon deswegen. Ich habe keine Ahnung, wo ich lande. So, danke. Okay. Ich muss es einfach nur erstmal dahin schaffen. Mehr will ich gerade gar nicht. So. Ich glaube, das war sogar so Yoshis zu inkompetenten Leben aufzulecken. Und ich sehe nichts. Kann ich nicht schon von hier? Okay. Fick dich, Yoshi. Du bist mir egal. Oh Gott. Okay. Das haben wir geschafft. Ich hasse diese Mission. Die ist so random basiert, ne? Weil du kannst den noch so gerade gegenüberstehen. Auf einmal dreht sich während der Kamerafahrt der Typ und er schmeißt dich gegen Nirvana. Ist echt so. Das macht der. Du kannst noch so gerade stehen. Das ist denen manchmal scheißegal. Ich weiß... Warum, das ist Try and Error? Ich weiß es doch gar nicht mehr. Wie das alles sein muss. Pass auf, der schmeißt mich zu weit, ne? Ja, guckt euch das an.
Oh, deswegen ist diese Mission behindert. Au. Oh. Oh. Oh, mein Hals. Gib mir doch einfach das behinderte Leben, du behinderter Typ. Du behinderter Nasenmensch. Oh. Danke. Das werde ich mir jedes Mal holen. Dieser Sack hat mir einfach zu weit geschmissen. Wo hätte ich das denn wissen sollen? Ich weiß das doch... Komm runter, Mario. Hör auf, deine Pizzadrogen zu nehmen. Deine Pasta-Drogen und geh zurück nach Brooklyn. Wo schmeißt du mich hin? Das meine ich. Das meine ich an dieser Mission. Das hasse ich an dieser Mission. Die ist so random. Kannst meistens gar nichts dagegen tun. Weil irgendwie, der hat manchmal Bock, dich richtig zu werfen und manchmal macht das einfach nicht. Da kannst du ihm noch so gerade gegenüberstehen. Seht ihr also, und ich tue mir das jetzt gerade schon an, also seid gefälligst ruhig, noch mehr haben zu wollen. Okay. So. Na, schafft das? Okay. Der Typ steht da einfach nur, dass... Oh nein, 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 nein! Was heißt denn nur noch solche kleinen, oder was? Das hasse ich an Chips, wenn nur noch so Krümelkram übrig ist. Alter Schwede, ich hasse diese Mission. Die ist so dumm. Wirf mich gerade. Danke. Au. Fick dich, Avast. No shit, fick dich. Ich hab da jetzt gerade keinen Bock drauf. Okay. Oh, zieh ab. Jetzt wirf mich gerade. Du Arschgesicht. Okay. So, jetzt geht das los. Das ist was anderes. Guck mal, man muss jetzt andauernd warten, bis der Typ mal Lust hat, sich wieder... Ja, und er dreht eine ganze Runde in seinem Slow Walk. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Das wird jetzt so mindestens ein halber Part sein, schätze ich mal, ne? Ja, da könnt ihr euch nicht bei mir beschweren. Das ist super Programming im Spiel, ne? Sagt mal selber, ist doch eine geile Idee, so eine Mission, oder? Dass man auf einen Typen warten muss, der mit einem halben km/h durch die Gegend läuft. So. Okay. Und ich sag dir eins, mein Freund. Ich hätte ihm den Schädel abgerissen und ohne Scheiß. Okay. Kühlendes Brot, ey. Ohne Scheiß, das Brot kühlt. Hm. 100 Views? Geil. Freut mich. Ich bin froh, dass ich diese Mission jetzt hinter mir habe. Oh nee, das ist die Mission. Aber die ist auch nicht so schön. Ja. Ja, wir müssen 10 von diesen Pennern retten. Oh ja, dann hör doch auf, mich zuzulabern, deine Bewohner brennen! Typ! Ich würde aufhören, mir die Ohren zuzulabern, damit ich los kann.
Geh duschen. Warum man die auch immer direkt abspülen muss, verstehe ich auch nicht. Ich sehe nix. So, blibbelbelbelbel. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich Palmas hasse? Einfach für ihre pure Existenz? Ich finde, das ist echt das sind echt die ekelsten Kreaturen, die Nintendo je erschaffen hat. Bei allem verbleibenden Respekt, den ich noch an Nintendo habe, was nicht mehr viel ist. Aber ich finde die Palmas einfach nur widerlich. Sorry. Ist einfach so. Ich finde die Viecher einfach nur ekelhaft. Einfach nur bäh. Einfach widerlich. So. Problem gelöst. Boah. Dieser Brand, ey. Ne? Der geht aber auch nicht von den Lippen. Das ist grauenhaft und... Nee, grauenbar und wunderhaft. Okay. Freund, hallo, du Arsch. Bleib doch mal stehen, damit ich dir sagen kann. Ich habe keine Lieblingsmission in Sunshine. Wow! Ich hatte gerade Angst, der schiebt mich runter oder so. Ohne Scheiß, ich hatte gerade echt Angst gehabt, der schiebt mich runter und killt mich damit. 50? Habe ich irgendwas Separates geholt? Nur so nebenbei, laut meinem OBS habt ihr immer noch derbe Lags. Vielleicht hätte ich doch mal updaten sollen, ich weiß nicht. Wow, Mario, was machst du denn auf einmal einen Seitensprung die ganze Zeit? Das müsste jetzt der letzte... Ja, Mario Magana dreht durch, er raste komplett aus. Er ist vollkommen wahnsinnig geworden. So. Das ist auch mit der leichteste irgendwie, wie ich... Wenn er Schaden nehmen würde... Aber irgendwie konnte ich ihm gerade nie schaden. Ey, du Sackarsch, bleib doch mal hier. Du Kack. Och Gottchen. Ich habe ihn in der Luft noch getroffen. So. Du Arsch. Nö, garantiert nicht. Ich freue mich auch schon sehr auf Kingdom Hearts 2, muss ich sagen. Aber das wird heute nicht mehr sein, weil... Ich finde, das wäre ein bisschen unfair, weil das ist so eine Sache, das sollte seinen eigenen Stream bekommen irgendwie, finde ich. So. Kann man nicht überspringen, was? Also ich sag mal so, wenn wir hier mit Sunshine durch sind, was da jetzt heute sein wird, ne? Dann wird beim nächsten Stream geht's denn beim nächsten wirklich angekündigten Stream, sei dem gesagt, also wäre ich momentan nicht so total in Phoenix Wright Dual Destinies verliebt, dann würde ich auch in letzter Zeit häufiger abends streamen, weil ich im Grunde unheimlich gern mal Fallout 3 streamen würde. Und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Projekt, was man so hin und wieder mal abends streamen kann. Und dass wir dann tagsüber, konnte man das?
konnte man. Und dass wir dann halt in den an Tags über halt den Kingdom Hearts Rechain of Memories und halt Dings machen. Also Kingdom Hearts 2 halt. Oh, jetzt aber beeilen. Jetzt aber beeilen! Okay. Okay, wie war das hier noch gleich? Jetzt. Dieser Dampf nur jedes Mal. Der irritiert mich voll. Muss ich sagen. Der irritiert mich jedes Mal ziemlich. Weil ich da nichts mehr sehen kann. Okay. Jetzt kommt die Stelle. Das Superboot des Todes. Ist wieder so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, Nintendo, wer von euch kam auf diese bescheidene Idee? Weil dieses Ding steuert sich so fucking unbelievable. Das ist schon nicht mehr normal. Deswegen... Man kann ja nicht mal langsam machen, weil das Boot rastet irgendwie komplett jedes Mal aus, bei jeder kleinen Bewegung. Man muss ja also irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding richtig steuern soll. Ich tue es gerade einfach irgendwie. So halbwegs. Okay, aber ich denke mal, wir können jetzt volle Fahrt voraus. Sieht mir danach aus. Miep, miep. Oh, nö. Okay. No Biggie. Nein, Biggie, lass das. Wer auch immer Biggie ist. Ja, vor allem Holzboot auf Lava. Vor allem das. Habe ich mir auch schon immer gesagt. Ein Holzboot auf Lava. Super Idee. Ihr wundert euch, warum die Titanic gesunken ist? Holzboot auf Lava. Totally legit. Problem ist... wir können hierbei immer noch sterben. Es ist immer noch pretty dangerous. Pretty dangerous. Und guck mal, da ist eine dunkle Wolke. Geschafft. Nö. Noch eine Sache, die ich am Bowser mal endgeil finde. Ist euch mal aufgefallen, wie Bowser in jedem Spiel unterschiedlich groß ist? Und wie Bowser oftmals einfach eine Größe hat, womit er uns eigentlich einfach zerquetschen könnte, ohne auch nur darüber nachzudenken? Ins Gesicht gespuckt. Lass das, wow! Okay. Baboom! Vor allem ist mir mal eine Kleinigkeit aufgefallen. Ich glaube, in der Cutscene, die wir eben gerade gesehen haben, da hatte Bowser, hatte das Ding hier nur 4 solche Dinger, die wir aktivieren mussten. Und jetzt hier im eigentlichen Bossfight hat es 5. Ist euch das mal... Oh mein Gott! Sei ruhig, Bowser. Aua! Wow! Ich kann nicht sehen, wo ich... Nein! 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 Nö, den sehe ich nicht ein. Nein. Den akzeptiere ich nicht. Nee, bei allem Respekt, den akzeptiere ich nicht. Den Tod. Nö. Sorry, den akzeptiere ich nicht. Den akzeptiere ich nicht. Bei allem Respekt vor euch, vor dem Rest von Nintendo, was an Ehre existiert, nein, den akzeptiere ich nicht. Ich werde mich nicht für etwas bestrafen, was ich nicht hätte verhindern können.
Nein! Hä? Bam! Oh mein Gott! Man kann schon sagen, dieser Boss ist schon manchmal so ein bisschen asozial. Oh nö, oh nö, oh nö! Fuck you, Game! Der hat das schon wieder! Ich sterb nicht durch eigenen Verlust, ich flieg einfach aus der Map! Das ist was ich nicht einsehen werde! Was auch der Scheiß jetzt gerade sollte, keine Ahnung. Sowas von abgelehnt. Ich werde mich nicht für Sachen bestrafen, die ich nicht hätte verhindern können. Weil ich konnte nichts dagegen machen. Nö. Ganz großes Nö. Das ist nichts, was ich hätte verhindern können. Irgendwie sein Feuer hat mich rausgeschubst. Mal gucken, ob es das jetzt gleich wieder tut. Ja, lieber rein. Das ist mir egal. Ich kann nicht sehen, wo ich lande. Na, oh mein Gott. Sei ruhig. So. Ende jetzt. Und Schnauze! Und ich tue es jetzt am Ende trotzdem. Das sind jetzt 5 Stück hier, glaube ich, die ich in der Hand habe. So. Ich finde es immer geil, wie Leute warum Leute andauernd fragen, was das für Chips sind. Wobei das in jedem Part auf YouTube in der Beschreibung steht. In jedem. Wirklich, ich habe das in jedem Part geschrieben. Und trotzdem lese ich andauernd Kommentare. Wie heißen die Dinger? Ich glaube, insgesamt waren das 50. Ich weiß, dass ich eigentlich nur hätte 2 essen müssen, aber damit einige mal endlich ihre Fresse halten. Und du bist nicht mein Vater. Ja, mein Sohn, du bist nur adoptiert. I came in like a wrecking ball. I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well, my boy. Nee, ich glaube, ich weiß, wem ich die schicke. Weil wenn ich ehrlich bin, mir sind die zu heftig. Ich finde, das ist eine Schärfe, die hat schon nichts mehr mit Genuss zu tun, das ist einfach nur scharf. Ich glaube, ich weiß genau, wo ich die hinbringen kann. Wo die an einem guten Ort sind.
Blablabla, sorry. Da wir auch gerade wieder so viele Leute haben, also, und gerade in den Credits sind. Erstmal für diejenigen auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Wir haben ja Mario Sunshine schon mal gemacht. Und, wie gesagt, falls ihr mich unterstützen wollt, jetzt da unten ist mein YouTube-Kanal, ein Abo wäre das, was ihr, womit ihr nichts verpassen würdet, an Streams, an, an Aufnahmen, an LPs, an allem. Ein Facebook-Like würde mir ziemlich weiterhelfen, im Bereich einfach von wegen, ja, mithalten und so. Wenn ihr mir auf Twitter und Twitch folgen würdet, würdet ihr auf jeden Fall auch keine Streams mehr verpassen. Und wenn ihr mir auf Twitter halt folgt, dann seid ihr halt immer über die neuesten Sachen informiert. Könnt ihr machen, wenn ihr Bock drauf habt. Das war auf jeden Fall Super Mario Sunshine. Die Blair's Death Rain Habanero Pepper Chips Challenge. Ich glaube heute Abend, dass der Klobesuch, der wird keine Freude sein. Ja, ich bin gerade überlegen, was wir jetzt machen. Nicht ganz ehrlich. Ich bin gerade überlegen, was wir jetzt machen könnten. Alter, meine Lippen brennen, das ist so ekelhaft. Finn!